Aber jetzt. Einer nach oben. 25.000 Zittern unten im Stadion. Thomas Dietert, Niederösterreich. Um einen historischen Sieg, um einen historischen Triumph. Die Verhältnisse mit einem vielleicht historischen Sprung. Gute Verhältnisse. Ja. Thomas Dietert, für den Tagessieg braucht er 141 Meter. Runde geht's für ihn wahrscheinlich am wenigsten. Macht er den ganz normalen weiten Sprung mit Dänemark. Triumphierend, ja. Getroffen! Er hat Nerven gezeigt, er ist nicht mehr am Tagessieg gesprungen. Den Pendler hat er wieder gehabt, das ist egal, den hat er nicht den Tagessieg, aber den Gesamtsieg hat er. 10. Bewerb im Weltcup und er ist für Schatzturniersieger. Thomas Dietert. Schau, Oleg freut sich wieder, der Simon kann sich, glaube ich, vor 3 Wochen hat er den nicht einmal kennen. Bischofshofen steht Kopf. Michi Hausen steht Kopf, die Kommentatorenkabine steht Kopf, Andi, die Skisprungwelt steht Kopf. Es ist nicht zu fassen. Ein junger Mann aus dem Tulnerfeld, wo es Zuckerrüben gibt und Windradeln, gewinnt die Vierschanzentournee beim Finale, beim Herzschlagfinale in Bischofshofen. 21 Jahre jung, aus Niederösterreich ausgezogen, um in Oberösterreich, in der Steiermark und in Tirol Skispringer zu werden. Das hat er durchgezogen mit der Hilfe seiner Eltern. Und jetzt hat er es geschafft. Thomas Dietert gewinnt die Vierschanzentournee. Und er gewinnt die Tageswertung. Darf das wahr sein? Darf das wahr sein? Jawohl! So gute Noten kriegt und er ist 1,7 Punkte vor Peter Preutz. Es ist nicht mehr zu toppen. Unglaubliche Szenen hier in Bischofshofen. Jetzt hält es den Papa auch nicht mehr auf der Zuschauertribüne. Springt übers Geländer. Andi, ich bin sprachlos. Ja, Bischofshofen ist und bleibt die Österreicher Schanze. 22. Sieg hier auf der Paul-Außerleitner Schanze für Österreich. Das ist die erfolgreichste Schanze. Jetzt nicht nur für österreichische, auch für niederösterreichische Skispringer. Ja, und ich finde es auch so klasse von Simon Amann, wie er als fairer Sportsmann auf den Thomas Dietert gratuliert. Also, das muss man schon sagen. Der Simon, der hat gekämpft. Verloren und akzeptiert es. So Thomas Dietert, unfassbar, Sieger der Vierschanzentournee. Ich bin gespannt, ob sie mir jetzt die Sprache mal verschlafen. Ja, und hier ist der Mann, der aus dem Nichts gekommen ist und die Skisprungwelt mehr oder weniger erobert hat. Thomas, Gratulation, nicht nur Tagessieg, auch der Gesamtsieg. Wie sprachlos sind Sie jetzt nach diesem unglaublichen Tag? Ja, es ist so geil. Also ich habe den Sprung so gut getroffen. Es war zwar über der Pendler da, aber ich habe den jetzt so durchgezogen und ja, es ist echt der Wahnsinn. Also ich bin, ja, ich freue mich so. Manche möchten meinen, die Nervenanspannung muss unglaublich sein, als Letzte hier runterzukommen. Wie war das? Sie haben vorher gewusst, wie der Simon Amann gesprungen ist und auch Thomas Moll gestellt. Ja, ich habe den so genossen und es war beim Thomas schon so eine geile Stimmung und ja, wie ich auf dem Balken reingerutscht bin und das ist im Stadion herum so zugegangen, ich habe mich so gefreut und das ist einfach so geil. Ihre Eltern waren natürlich auch da und die Reaktion der Eltern können wir uns gerne gemeinsam anschauen. Bei ihrem Sprung, Vater und Mutter und die ganzen Freunde. Ist aus. Ja. Also, ich glaube, ja, der Papa geht sicherlich jetzt. Das ist, sagen wir mal, schlechter als mir. Also er muss sich sicherlich wieder ein bisschen beruhigen. Aber ja, er freut sich wieder da. Alle freuen sich mit Ihnen. Sie selbst, für Sie ist ein Märchen in Erfüllung gegangen. Haben Sie jemals daran gedacht, jetzt die letzten Tage, dass Sie Historisches schaffen können? Oder haben Sie das alles ausgeblendet? Ja, sicherlich denkt man daran, dass man es schaffen kann. Und
Ja, ich hab gewusst, umso lockerer als ich bin, desto eher kann ich das schaffen und mir ist es auch voll aufgegangen. Danke, genießen Sie es in vollen Zügen. Danke für uns. Danke. Das ist die Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2013-2014. Thomas Dietert, Niederösterreich, gewinnt vor Thomas Morgenstern aus Kärnten. Dritter Simon Ammann und dann Gregor Schlierenzauer als Achter, Michael Heiberg als Neunter, noch unter den besten Zehn. Österreich, Thomas Dietert! Der Titel. Der Titel ist hat's geschafft. Ja. Aber jetzt, das ist dann die Erleichterung. Jetzt checkst du das, hey, ich bin der Erste, war in Bischofshofen. Das heißt, durch die Gesamtwertung angeführt, ich hab's gewonnen. Da kriegst du es erst richtig mit. 22. Tagessieg hier in Bischofshofen. Und insgesamt der 60. österreichische Tagessieg bei der Tournee. Thomas Dietert, Peter Preutz, Thomas Morgenstern, zweimal Österreich, einmal Slowenien, am Podest für die Tagesordnung. So, jetzt heißt es runter und dann gleich wieder rauf, denn es folgt in Kürze die Gesamtwertung. Technisch so sauber der Sprung, diese Runde und der Hüftknick, sehr gut. Da kriegt er mal einen kurzen Skibändler, da streckt er sich durch, aber korrigiert es sofort wieder. Und jetzt das Wunder, das Märchen, wie man will, vom niederösterreichischen Skispringen. Thomas Dietert! Der 15. österreichische Tourneesieg, der 6. in Folge, auch unter Cheftrainer Alexander Boltner. Ein neuer Superstar am Springerhimmel ist geboren und das war eine schnelle Geburt. Ja, ja, war ja auch lang gereift, aber dann ganz schnell zu lang. Sein 6. Weltcup-Sprung in diesem Winter. Insgesamt das 10. wo er mit dabei war. Also Qualifikationen mit eingerechnet. Dass einem so der Knopf aufgehen kann innerhalb so kurzer Zeit, es ist unglaublich, aber es ist hart. So, jetzt gibt es auch die Preise für die Tournee Gesamtwertung. Da haben wir Vizepräsident vom ÖSV, Anton Leikam. Wir haben Vierschanzentournee-Präsident Alfons Schranz, Bundesminister für Landesverteidigung und Sport, Gerald Klug und der Mannschaftspräsident des SC Bischofshofen wieder mit dabei. Das ist jetzt im Moment wahrscheinlich der bekannteste Papa Österreichs. Österreich, Austria! Thank you.
Was war das für eine überraschende Tournee, für eine spannende Tournee, für eine emotionale Tournee? Andi, ich danke dir für die Begleitung, fürs Mitermitteln. Ja, wir haben einen Peter. Ja, ich sage danke, dass ihr dabei seid, der Frau, aber jetzt brauche ich auch mal ein paar Tage Pause. Das war echt spannend, aber wunderschön wieder wie jede Tournee. Mit diesen Bildern der Triumphatoren der Tournee 2013-2014 mit dem neuen Superstar am Springerhimmel mit Thomas Dieter lassen wir Sie jetzt aber noch ein paar Augenblicke alleine und dann geht's weiter bei Boris Kastner-Jöcker und Armin Kugler im Stall.